Monstermeister, aufgepasst! Folge 5 steht in den Startlöchern und ich appelliere an einen jeden von euch. Kümmert euch wirklich fürsorglich um eure Monsterfreunde und führt sie nicht in unnötige Kämpfe hinein. Denn sie sind doch ein Teil von uns, ein Teil unserer großen Familie. Ob Slavo der Schleim, Dodan der Drache oder Godems der Golem. Alle sind an unserer Seite, wacker und mutig und wollen nun weitermachen. Und in diesem Sinne sag ich einfach mal herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Dragon Quest Monsters Teddy No Wonderland. Ich muss eingestehen, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Wir haben in der letzten Folge, wie gesagt, den Golem besiegt. Das letzte Portal, was uns offen stand, erforscht. Und dann hat der König uns gesagt, curando, ja, Teddy. Mach mal hier weiter. Nutz das Lager, nutz die Bibliothek und sei glücklich. Deshalb wollen wir das auch mal machen. Ich gehe jetzt erst einmal hier runter. Es kann auch sein, müssen wir vielleicht in der Arena nochmal kämpfen? Bin mir gerade nicht so sicher. Das mag auch sein, dass die Arena auf uns wartet. Wobei, schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da könnten wir uns ganz schnell vergaloppieren, denn die ist wirklich, glaube ich, ein bisschen schwieriger. So, wir haben das Lager. Ich kann mal gucken. Ich lasse mal hier erstmal was, bevor wir alles noch verlieren. Wir können Heilkräuter. Warte mal, haben wir nur so wenig? Ein Heilkräuterstückchen nur? Ah nee, wie viele wollen wir von den Heilkräutern da? 14 Stück haben wir. Ich lasse mal 5 Stück da. So, die kleine Medaille, die können wir gleich mal abliefern. Geldtechnisch wollen wir da ein bisschen Geld hier. So, der labert mich jetzt irgendwie. Den kann ich noch gar nicht. Behalt doch den ganzen Kram dann. Wo ist Medaillenmann? Ich weiß gerade gar nicht, wo Medaillenmann war. Unten? Warte mal. Hier oben rechts? Ich glaube hier oben rechts, ne? Da, hier rechts und dann war da irgendwie... Der war doch mit seinem kleinen Schleimkameraden zugange. Hier war das, genau. Da ist ja schon das Medaillensymbol. Guck mal, der trägt auch eine Königskrone. So, er ist der Medaillenkönig, er sammelt die Medaillen und ja, er sieht, guck mal. Oh, du hast eine Medaille bei dir. Welche gibst du mir davon? Wir haben eine Medaille, deshalb brauchst du gar nicht auswählen, ist ja nur eine. Ja, komm hier. Oh, wenn du mehr als 13 hast. Dann kriegst du meinen Thunderbart. Mein Donnervogel. So, haben wir ihm die jetzt auch um die Schnute geschmiert? Ja. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich schon weitermachen in der Arena. Ich gucke einmal kurz bei den Portalen. Der Gang ist es uns doch noch wert, gemacht zu werden. Ich kann auch einmal noch hier oben gucken, was denn mit unserem Freund ist. Ist denn Heumin hier zu sehen oder ist Heumin tatsächlich verschieden? Komplett. Guck mal, da oben der Drache. Der da durch die Luft düst. Das sind aber sonderbare Gestalten, ne? Die hier überall lauern und lungern. Ich spreche mal mit ihm hier. Prio! Was? Ah, die Monster sind alle so süß, nicht wahr? Was soll ich machen? Jetzt haben wir ja die verschiedenen Optionen, die wir hier haben. Ich kann hier welchen ablagern, ich kann aber auch jemanden mitnehmen. Ah, ich muss erst einen ablagern, okay, um einen anderen mitzunehmen, das ist logisch. Ich habe ein Dreierteam. Aber das Gute ist, wir haben jetzt da oben rechts den Blick. Seht ihr das in der rechten Spalte? Da steht, seht ihr, die haben den Level und sowas, um das zu identifizieren, ne? Rechts steht Monster oder Kameraden, die hier in Betreuung gestellt wurden. Das ist einmal Doda mit dem Männlichkeitszeichen, Level 6, und Heumin, Männlichkeitszeichen, Level 7. Die sind da. Ich lasse es auch, belasse es auch dabei. Wobei, ich muss sagen, vielleicht sollten wir doch Slavo gegen Heumin einwechseln. Wäre das vielleicht besser? Weil wir ja Heumin zwar immer so leichte Gefährdungsfaktor, weil er schnell ihn niederbricht und kaputt geht, aber er kann zaubern und die Verteidigung erhöhen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich tausche mal ein Slavo. Will ich mal und sag, genau, Kette ist der Entschluss, die Entscheidung, das machen wir, und gegen Heumin. So. Zack. Jetzt haben wir Heumin dabei und der führt jetzt die ganze Truppe an. Ich gucke jetzt hier unten nochmal. Ich meine aber, hier haben wir jetzt alles gemacht. Die Portale bewegen sich nicht mehr.
geht ganz statisch. Und ihr seht, das sind immer mehr und mehr, die wir hier uns angucken können. Und das war das erste, was wir besucht haben. Deshalb, ich meine, wir müssen jetzt tatsächlich weiter in der Arena kämpfen, um weitere Portale freischalten zu können. Vielleicht hätte ich den Hofnarren nochmal fragen sollen. Der gibt uns ja immer ein paar hilfreiche Tipps. Das mache ich nochmal kurz. Und dann machen wir weiter. Dann machen wir mal weiter. So, der hier, ne? Das ist hier dieser Fürst. Ah, ne, der redet wie er von dem Portal, den wir schon gemacht haben. Das ist doch was. Ja, der Drache, den du da mitgenommen hast, der liebt ja die Frauen, ja? Und deshalb hat er die Prinzessin, die Prinzessin entführt. Aber wir haben Entführer im Team, ist auch gut. Ne, da gesellen sich bei uns. Wir nehmen die ganzen Schwerverbrecher. Die ganzen schlechten Leute nehmen wir in unser Team. Mann. Okay, gut, das haben wir ja alles gemacht. Da müssen wir gar nicht groß weiter rumrätseln. Jetzt geht's tatsächlich darum, dass wir nochmal in der Arena uns voranwagen. Wie gesagt, so ein bisschen mit Zweifeln, ob wir es denn schaffen. Wenn nicht, dann gibt's jetzt einfach eine schadende Niederlage für uns. Wäre ja auch nicht so schlimm, ne? Oh, Teddy, sagt das Bunny-Mädchen. Ich habe auf dich gewartet. Ah, du planst ja, Repräsentant von unserem Königreich zu werden, nicht wahr? Und dafür musst du die ganzen Klassenkämpfe bestreiten. Wenn du es schaffst, die Klassenkämpfe zu bestreiten, ja? Dann wird dir immer mehr, warte mal kurz, mein Kopfhörer, das spinnt hier gerade. Ich habe hier einen Wackelkontakt drin. Ich glaube, wir brauchen nur einen Kopfhörer. Hier geht alles in Brüche. Fernab des Bildschirms geht alles kaputt. Um Gottes Willen. Jedenfalls, wir müssen die Klassenkämpfe bestreiten. Und dann können wir auch mehr kriegen. Also wir kriegen, werden dann auch davon profitieren, weil letztendlich. Welche Klasse willst du denn bestreiten? 10 Gold kostet die F-Klasse. F-E-D. Wir fangen mal mit F dann an, ne? G hatten wir ja. G haben wir mit Bravour bestritten. F. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also, möchtest du denn teilnehmen? Bist du klar? Bist du dir im Klaren, was das für dich heißt? Natürlich, hier, nimm mein Geld. Los geht's! Und jetzt spricht hier der Ansager. Das ist wahrscheinlich der dicke Mann, der da rechts. Der dicke Mann da rechts. Der da leicht in den blutroten Boden übergeht mit seiner Textur. Mit seiner Textur, was heißt das? Mit seinen Pixeln. Der sagt: Alle miteinander, die hier aufgenommen sind. Ja, alle, meine lieben Publikumsleute hier. Willkommen in der Arena. Ja, wir haben einen neuen Herausforderer. Der ist erschienen, wir kämpfen. Ja. Und der Name ist Terry. Und ihr könnt ihn jetzt mal anfeuern. Kann man mit ihm pfeifen, den Terry? Kann man pfeifen mit dem Terry? Einmal, wenn der erste Kampf beginnt. Los. Oh, verdammt, was ist das denn? Das ist ja widerlich. So, beginnen hier. Beginne des Matches. Chia, Kaishi. Chia ist das Match. Kaishi, der Beginn. So, und wir haben hier eklige. Das ist abscheulich. Das sind irgendwelche mit Masern bespickte Krankheitsschleims. Die müssen wir jetzt bekämpfen. Und ich überlege gerade, wir können einzelne Strategien vorgeben. Heumin, warte mal. Ach so, okay. Ah, ja. Hier ist es ja. Genau. Das ist ja das Problem, dass wir hatten. In der Arena können wir ihnen keine Befehle so erteilen. Das müssen sie also initiativ selbst machen. Wir können hier nur sagen, verschiedene, also geht in den Kampf, macht was, macht verschiedene Sachen, passt auf euer Leben auf, also verteidigt euch. Und hier der unterste Punkt ist, benutzt keine Sonderfähigkeiten, sprich spart eure Magiepunkte auf. Das meine ich, ich vertraue einfach mal, dass die vielleicht gezielt hier jetzt vorgehen. Also es ist wie gesagt ein wenig unseren Monstern überlassen. Heumin greift an. Und hier Butchie Slime greift 4 Schaden beim Golem. Dodan kriegt 8 Schaden. Er greift an, 7 Schaden für den Golem. Jetzt Dodan greift an, hat ihn nicht. Ah doch, hat einen kritischen Treffer, ich wollte gerade sagen. Golem greift an, 14 Schaden. Wir machen weiter so. Heumin greift an. 5 Schaden für den Butchie Slime. Butchie Slime 10 greift an. 5 Schaden für den Golems. 7 Schaden für Golems. Dodan greift an und hat Nummer C oder Typ C hier vernichtet. Weiter geht's. Heumin greift an. Heumin ist leicht lediert. Aber wir haben es geschafft. Die erste Runde geht an uns. Aber Heumin ist wirklich nicht mehr so ganz so fit. Deshalb müssen wir gleich mal gucken, dass wir ihn heilen. Oder er das hoffentlich dann selbst macht. So,
Match Nummer 1, der Sieg geht an den Herausforderer. Also dann, Match 2 kann beginnen. Weiter geht's. Oh, Mumien. Und ein erhörnter Hase. Shiai Kaishi, also das Match. Shiai Kaishi beginnt. Match 2 beginnt. Und jetzt guckt euch das an. Ah, hier. Schlammfiguren, Schlammmarionetten und ein behörnter Hase. Ich kann hier im Nebenkampf tatsächlich keine Sachen benutzen. Das ist das Blöde. Das heißt, wir können nur darauf hoffen. Der Hase greift Heumin an. Heumin greift, warum Heumin heil dich doch? Mann, Heumin, was machst du denn? Und er tanzt und raubt die MP. Die Schlammpuppen rauben die MP von meinem Golem. Oh, Heumin, heil dich. Ich kann immer sagen, hier macht verschiedene Sachen. Kann ich ihnen so Hinweise geben, dass er wirklich so ein bisschen wie bei Pokémon, dass man ihnen nur so leichte Befehle gibt und die machen dann, ne? Passt auf euer Leben auf. Dann verteidigen sie nur, das meine ich. Komm, greift an. Heumin greift an. Und, der Hase hat Golems angegriffen, das ist gut. Und Dodan. Das heißt, aber guck mal, die sind vom Tanze so verführt worden von der Puppe, dass sie gar nicht mehr klarkommen. Aminatsch greift Heumin an und Heumin ist tot. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das heißt, wir können nicht mehr heilen fortan. Golems greift an, aber er kann hier nicht, er kommt nicht an. Das ist schon härter, ne? So, Golems greift an und wir versuchen trotzdem standzuhalten. Ein starker Angriff von dem Hasen wurde versucht, durchzuführen, aber er konnte nicht damit, durchdringen. Und jetzt Dodan leidet schon. Das ist unglaublich. Wir kommen nicht gegen die Magie von der Schlammpüppchen an. Das ist nicht so schön. Dodan ist jetzt auch schon kurz vorm Exodus. Problem ist, dass wir nach dem Kampf auch nicht geheilt werden, ne? So, jetzt schnell, bevor er seinen starken Angriff entfesselt. Und wir haben die Monster besiegt. Match 2 wurde auch von dem Herausforderer gewonnen. Also dann, Match 3 kann beginnen. Los! Es ist der Professor, der Spezialist, der sonderbar ist und aus dem Brunnen gekrochen kam. Den kennen wir ja, den haben wir schon kennengelernt. Der hat sich ja auch aufgespielt als der größte Megakämpfer. Und der hat auch harte Monster. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Chance haben. So, und er spricht jetzt. Oh, ich bin der Experte aus dem Brunnen und ich habe dort geheime Forschung betrieben. Und ich bin einer der wirklich der besten. Ich bin erstklassiger Monstermeister und ich werde dich bezwingen. Also dann, komm schon. Ich mach dich fertig. Ich glaube aber auch. Ich glaube, er hat. Guck dir das mal an. Animal Zombie hat er hier. Dann hat er noch einen Rahmen auf dem Schädel und ein Känguru. Was will ich dagegen machen? Aber ja, ich versuch's einfach, ich kämpfe. Desflatter greift an, Dodan ist tot. Animal Zombie greift an. Golem, hat es nicht geschafft, Gott sei Dank. Golems greift an, aber jetzt ist Golems mein einziger Hoffnungsschimmer, aber der kriegt auch ganz viel Schaden hier. Animal Zombie greift an, Golems kriegt 8 Schaden, Golems versucht sich zu schützen vor diesen fliegenden Angriffen. Und das ist ja echt ein Albtraum. Animal Zombie greift an, Golem greift an und hat hier dem diabolischen Känguru einen reingesetzt, aber es hilft nicht. Golem ist tot und wir verlieren diesen Kampf. Unser Team ist ausgelöscht. Und wir müssen wahrscheinlich für diesen Kampf noch ein wenig besser gerüstet sein. Und jetzt sagt das Bunny-Mädchen, ah, oh, das ist aber sehr schade. Deine Monster sind doch zu schwach. Also du solltest erst einmal irgendwo dich hinter einem Portal fangen, wo es stärkere Monster gibt. Und dort ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und dann nochmal wagen, hier weiterzumachen. Halt die Klasse. Dankeschön. Für nichts. Kann ich denn jetzt nicht endlich mal hier ein paar Monster verheiraten? Hey, was willst du, du dreckiger Bastard? Was, du bist ein Meister? Du siehst ziemlich schwach aus. Ich lass dich hier nicht vorbei. Okay, was ist die Alternative? Wir könnten jetzt zweierlei machen. Wir könnten nochmal hinter die Portale gehen, also in die Portale reisen, ein bisschen aufpowern. Das wäre wahrscheinlich das, was sehr naheliegend ist jetzt hier. Wir könnten aber auch eigentlich alternativ in den Brunnen steigen und den Professor einfach umbringen. Dann haben wir nämlich nicht mehr in der Arena und werden eigentlich gleich Sieger.
Das wäre für mich sogar die schönere Alternative. Wir ermorcheln ihn einfach. Problem ist, der hat ja als Gehilfin so eine kleine alte Dame. Wobei, die können wir auch mit einem Kissenbezug über dem Kopf. Ist sie auch weg. Ja, ich gehe aber jetzt erst... Ich versuch's erstmal so, wie man es eigentlich machen sollte. Ich gehe mal in die Portals-Arena. Und, ja, wir müssen dann tatsächlich noch mal ein bisschen hier kämpfen. Was ich auf jeden Fall machen wollte, liebe Leute. Ihr merkt es, in Kämpfen geht's manchmal relativ schnell zur Sache. Deshalb gehe ich hier auf Saxen, die Option. Und hier haben wir Shoji Sokudo. Shoji, die Anzeige, Sokudo, Geschwindigkeit. Denn manchmal geht's echt ein bisschen sehr schnell. Und wir sehen hier, die Geschwindigkeit ist auf 7 gestellt schon. Das ist sehr langsam. Links, also 1 ist sehr schnell. Und 7 langsam. Ich gehe jetzt mal auf 8, das ist langsamste. Aber ich weiß gar nicht. Ich finde es teilweise echt noch zu schnell, um das halt alles so runterzubeten. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir da das irgendwie schaffen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier nochmal hin. Das ist jetzt sehr repetitiv, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesehen, aber man muss ja gucken, was aus uns wird, ne? Wir können jetzt nicht einfach die Flinte ins Korn werfen und sagen, nee, wir schaffen es nicht, wir geben auf. Nee, das machen wir nicht. Wir kämpfen lieber noch gegen Geister und hoffen, dass wir so ein paar mehr Erfahrungspunkte sammeln. Und ihr seht das, der Geist gibt noch ein paar Erfahrungspunkte und Donan ist jetzt tatsächlich auf Level 7 gestiegen und kriegt jetzt 6 Energie dazu und 2 Magie. Und Angriffskraft steigt um den Wert 10 sogar. Kann doch nicht sein, oder? Das ist ja heftig. Okay, dann lohnt sich das tatsächlich ein bisschen aufzupowern. Ein paar Level noch zu steigen. Um uns dann entsprechend das geeignete Rüstzeug anzulegen für den großen Kampf in der Arena, wo wir nicht wirklich sehr viel Einfluss drauf nehmen können, was unsere Monster machen. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Entsprechend, ja, müssen wir darauf hoffen, dass unsere Monster hier wirklich ein bisschen mehr sich ins Zeug legen. Ah, guck mal, was ist denn das für einer? Was ist das für ein Fürst? Ah, du trägst aber ganz schön coole Monsterkameraden bei dir. Ha? Du bist ja hier so richtig schöner Meister. Du bist ein richtig schöner Monstermeister, ha? Was will er? Ich bitte dich, würdest du mir eins davon hier... Eins will er mir abschnöpfen, oder was? Ach, das ist ein fieses Fiesling, der sich hier an mir bedienen mag. Und er kommt hier gleich und hat sein Monsterteam. Das ist einmal ein Windmage, der ganz links. Dann ein Shadow. Und ein Arc-Demon, ein Erzdämon. Gegen die kann ich doch niemals gewinnen, oder? Die sehen doch mega mächtig aus. Ich versuch's trotzdem. Und gebe jetzt Befehle, das kann ich ja. Donan. Fertigkeit Feueratem greift alle an. Godems, hat der auch eine Fertigkeit? Ah, okay, guckt euch das mal an. Der kann hier einmal Kraft sammeln. Dann Kiai, also Kampf ist Willen. Und die große Verteidigung. Macht er das auf alle? Ich versuch's einfach mal. Und Heumin, du steigerst deine eigene Verteidigung, würde ich sagen. Weil sonst bist du gleich wieder weg. So. Golems steigern unsere Verteidigung auch. Windmage greift an. Und Dunan wurde jetzt 13 Schaden zugefügt. Heumin beschwört Sukara die Verteidigungsattacke. Und Heumin steigert somit seine Verteidigung auf 5. Der Schatten greift an. Golems kriegt nur einen Schaden durch seinen Verteidigungsangriff. Beziehungsweise sein Schild. Und Dunan macht jetzt den Feueratem. Und ihr seht, der rasselt jetzt einmal hier durch die Gegnerbande. Und ja, jetzt greift der Arc-Demon an, macht ein Kaien-Giri. Oh, das tut weh. Heumin macht, er kriegt ordentlich Schaden. Aber ich sag einfach mal, Heumin, ich heile dich. Heumin wurde geheilt. Der Windzauberer, benutzt jetzt auch Heumin und heilt seine Wunden. Das heißt, wir müssen erstmal auf ihn gehen, ne? So, der Schatten greift an und macht Golems 20 Schaden, ist nicht so gut. Und Dodan greift an und macht dem Windmage 13 Schaden. Der Art Erzdämon benutzt Shinkugiri und macht Dodan hier 27 Schaden. Das ist echt kritisch. Dodan ist wirklich hier schon auf dem absteigenden Ast. Aber wir wagen jetzt einfach mal keinen Giri, wir greifen den Windmage an. Golems greift auch den Windmage an und Heumin, du heilst bitte mit Heumi. Dodan. Heumin macht Heumi auf Dodan, also ein Heilzauber. Dodan ist jetzt erstmal geheilt. Der Windzauberer, ja,
der beschwört hier die Winde über uns und wird aber damit jetzt keinen Erfolg haben, denn Dodan greift erst an und macht ihm 16 Schaden, der Schatten greift an und so weiter. Also es geht hier wirklich, das Kampfestreiben ist hier wirklich in der ganz spannenden Phase und der Windmage ist tot. Aber ein Kaigiri erwartet Dodan 15 Schaden. Wir geben nochmal Befehle. Dodan soll Kaigiri jetzt auf den Erzdämon machen. Godems greift den Erzdämon an. Heumin, heile bitte Dodan. So, das macht er auch. Dodan ist geheilt. Der Schatten macht Radio! Und so ist Dodan in einen Schlaf gefallen. Nicht so gut. Aber er ist schon direkt wieder aufgewacht. Das ist gut. Oh, und jetzt beschwört der Erzdämon Mahjat Giri. Also jetzt wird hier mit einem Eisschlag uns zugesetzt. Und Heumin kriegt 26 Schaden. Es wird gefährlich. Aber der Erzdämon, er kriegt auch noch einen auf der Mütze. Dodan ist ja aufgewacht, deshalb nochmal kein Giri auf den Erzdämon, der mit seinen schweren Zauberangriff uns wirklich zusetzt. Und Heumin, heil bitte dich selbst. Heumin heilt sich. Wunden sind verheilt und Dodan greift mit Kaigiri den Erzdämon an. Der brennt hier, aber kriegt nur 9 Schaden, nicht so gut. Der Schatten greift an, 22 Schaden auf Dodan. Und ein weiterer Mahjat Giri auf Heumin, 24 Schaden. Der Golem greift an und so langsam kratzen wir an der Fassade des Erzdämons, aber ich denke, der hat viel, viel, viel mehr Energie noch, ne? Ich gebe nochmal Befehle. Feueratem soll er mal machen. Der Golem greift den Erzdämon weiter an. Und Heumin macht Heilung auf sich selbst mal wieder, damit er nicht gleich einbricht. So, das ist gut nämlich, dass wir einen Heiler haben. So, Flammenatem, der Schatten und Erzdämon kriegen hier Schaden. Schatten macht Ladiho. Und jetzt schläft Dodan wieder. Chinku Giri, hier wird jetzt ein luftiger Schlag entfesselt. Heumin kriegt Schaden, aber lebt noch. Der Erzdämon hat auf meinen Heiler abgesehen, aber er wurde besiegt vom Golem, das ist gut. Und jetzt sage ich einfach mal, schlag den Schatten fertig. Heumin greift an. Aber hat den Schatten verfehlt. Piurim beschwört der Schatten. Und steigert seine Geschwindigkeit. Dodan schläft noch. Der Golem greift an. Und macht Schaden. Ich überlege gerade, ich sollte vielleicht dann doch einen Heilkraut benutzen. Auf Heumin. Dass er nicht gleich von einem Angriff des Schattens vernichtet wird. Wir heilen ihn. Und ja, jetzt geht's los. Heumin hat versucht anzugreifen, hat ihn aber nicht getroffen. Der Schatten greift an und macht dem Golem 20 Schaden. Dodan ist aufgewacht, der Drache. Der Golem greift an. Und jetzt lassen wir sie einfach nochmal angreifen. Golem schläft jetzt. Dodan greift an. Der Golem schläft leider. Der Schatten greift an. Golem kriegt 18 Schaden. Heumin greift an. Ein Schaden für den Schatten. Dodan greift an. 11. Und damit haben wir dieses anfangs wirklich sehr stark erscheinende Monsterteam besiegt. Teddy und Co. haben gewonnen und die Monster besiegt. Und wir kriegen 188 Erfahrungspunkte dafür. Da steigt der Golem auf Level 8. Der sagt einfach, komm, wir steigen hoch. Heumin Level 8. Und ja, das geht jetzt ruckzuck hier. Und er sagt ja, ah, verdammt, schade. Oh. Wir haben ihm gleich hier einen Chimärenflügel abgerissen. Und Wegpulver haben wir auch gekriegt. Und da verschwindet, guck mal, der löst sich auf. Der wird hier gleich auf von der Existenz wird hier gerissen. Der wird auch von der Existenz, der wird getilgt. So, und unser kleiner Schleim ist auf Level 9 gestiegen. Das ist echt schön. Ein Geist. Wir können uns gleich eigentlich mal wieder heilen, ne? So, noch einmal und da ist der Geist verschwunden. Dodan steigt auf Level 8. Und da kriegt er wieder 10, Angriffspunkte. Das heißt, es lohnt sich wirklich hier massiv aufzupowern, damit wir in der Arena eine Chance haben. Das war mir aber auch klar gewesen, dass wir wirklich hier Probleme kriegen, wenn unsere Monster zu schwach sind. Deshalb, man kann schon ganz klar sagen, es lohnt sich, hier vielleicht ein wenig rumzuhampeln. Und ich nehme dieses Aufpowern tatsächlich auch mit in die Aufnahme mit rein. Damit wir hier auch den ganzen Prozess des Spielens haben und am Ende können wir mal gucken, wie lange wir überhaupt gebraucht haben für alles, ne? Weil sonst, wenn ich jetzt offscreen leveln würde, das wäre schon ein bisschen gecheatet. Deshalb, wir machen einfach mal weiter und schauen, dass wir hier stärker werden und uns vielleicht dann das nächste Mal in der Arena behaupten können.
Vielleicht können wir auch irgendwo noch ein Monster bekehren. So ein Geist oder so eine Soldatenameise wäre da vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Würde mich freuen. Jedenfalls, wenn wir auch nochmal ein Monster mitnehmen könnten. Vor allem mal was Weibliches. Wir haben jetzt wirklich so eine ganze... So eine Männerdomäne kultivieren wir hier die ganze Zeit. Ach, guck mal. Bisschen Monsterfutter noch. Ach, gibt's jetzt aber hier viel. Das ist doch ein Zeichen, dass wir hier wahrscheinlich bald mal was anfüttern sollten. Chimera, Flügel. Und sonst nix, doch ein Kampf. Ah, ein Kodora. Dieser Raptor, den wir gleich mal angreifen werden. Aber nein, wir hauen weiter rauf. Bäume greift an. Besiegt, 11 Erfahrungspunkte nehmen wir mit. Und hier auch das Heilkraut. Werden wir brauchen, wenn der nächste große Kampf bevorsteht. Und das ist ganz cool, dass das, wie gesagt, zufallsgeneriert ist, was hier hinter den Portalen liegt. Und dass wir auch mal ein paar härtere Kämpfe haben, die wir bestreiten müssen. Ich sag jetzt einfach mal ganz kurz, warte mal. Wollen wir versuchen, nochmal ein Futter zu geben? Monsterfutter. Vielleicht haben wir Glück. Wir geben ihm das Stück Fleisch, freut sich und fängt an zu essen. Und er hat sich ein bisschen an uns gewöhnt. Da greift Homie ihn schon an wieder. Ich muss sie, glaube ich, auf defensiv stellen, sonst haben wir keine Chance. Wir müssen ihn mehr füttern und mehr liebkosen, die Monster, sonst können wir die nicht mitnehmen. Naja, wir gucken trotzdem mal weiter. Ach, da haben wir noch Geld oder Münze, Geld oder Medaille, was ist es? 14G. Immerhin. Da ist noch ein Heilkräuterchen. Das brauchen wir. Und ich habe ja die Vermutung tatsächlich, dass wir unsere Monster mindestens auf Level 10 hochtreiben müssen, um hier eine Chance in der Arena zu haben. Weil die Monster von dem Professor im Brunnen sind doch schon eine Stufe stärker als erwartet. Aber wir können nichts mehr mitnehmen. Können wir denn wenigstens ein Heilkraut effektiv benutzen? Natürlich. Nicht nur eins, sondern auch mehrere. Dodan kriegt noch einen. Räum ihn auch. Und damit geht es dann weiter. Wie gesagt, eine Baustelle wäre vielleicht auch Häumin auszutauschen. Man könnte auch überlegen, ob man da ein anderes Monster reinnimmt. Vielleicht kriegen wir ja noch eins hier im Rahmen unserer Erkundungstour hier. Denn das Problem ist ja, Häumin hat ja seine Aufgabe nicht erfüllt, diese, die er erfüllen sollte. Und zwar das Team zu heilen und die Defensive zu steigern. Deshalb wäre da vielleicht abzuwarten, ob wir das so schaffen. Wenn Häumin jetzt noch ein paar Level steigt, dann geht er nicht so schnell kaputt, aber man könnte es in Erwägung ziehen, ihn auszuwechseln. So, Dele. Ach. Der nächste Kampf erwartet uns schon. Und wir schlagen zu. Wir sagen der Geist, nee, du hast keine Existenzberechtigung in unserer Gegenwart. Geist verschwindet, 12 Erfahrungspunkte. Das geht doch schon mal glatt hier weiter. So. Weiter geht's hier entlang. Doch vorher wartet ein weiterer Kampf. Und jetzt kommen sie hier mit einem Piki auch noch. Ich sag mal, Angriff Dodan. Du solltest mal Feueratem aussprühen und die anderen können einfach angreifen. Holmen greift an. Der Piki senkt unsere Verteidigung und Dodan macht seinen Feueratem. Und macht jetzt hier Schaden durch die Reihe weg. So, und jetzt können wir erstmal zuschlagen, den Piki besiegen und jetzt diese Schlammhand noch ermorden und wegtreiben. So, wir haben alle Items hier, sprich, wir können hier durchgehen und hier gleich ein Fleisch finden. Ach, sehr schön. Jetzt wollen wir es aber wissen, guck mal, wie viele Items. Wir können aber nichts mehr tragen. Ich werf mal Chimärenflügel weg. Das Gold können wir schon mitnehmen. Das Essen nehmen wir mit. Das Blättchen lassen wir liegen. Ich glaube, ich gehe einfach schon mal hier durch wieder. Jetzt sind wir im Gebirge angekommen. So. Noch mehr Monsterfraß.
den wir nicht mitschleppen können. Wir sollten also echt mal im Lager dann noch positionieren. Machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt greifen wir nochmal an. Und wir suchen gleich nochmal ein Monster, eine Monsterbegegnung aus, die wir vielleicht... Da, ach, guck mal! Die wir dann vielleicht bekehren können. Und hier haben wir einen weiblichen Geist. Jetzt wird's spannend. Einen weiblichen Geist. Wollen wir den mitnehmen? Natürlich nehmen wir den mit. Das erste weibliche Wesen, was uns begegnet. Wie schön. Und dann auch noch ein Geist, ein Gespenst nehmen wir mit. Namen geben. Go. Go heißt sie hier. Ah, das ist ein schöner Name. Go. Ich würde fast sagen, Go ist gut, aber ich würde Go noch ein wenig optimieren, den Namen. Und ich nenne den Geist jetzt Go, Go. Go, Go. Go, Go. Ist Go, Go okay, der Name? Willst du mitnehmen? Ja. Ich tausche mal Heumin aus, ne? Ja. Heumin wurde jetzt auf die Farm zurückgebracht und Go, Go, der weibliche Geist, Level 3 nur, wurde jetzt mitgenommen. Ich hoffe, der geht jetzt nicht ein gleich. Müssen wir erstmal aufbauen ein bisschen, ne? Das ist doch schön. Ah, guck mal, das ist doch ganz geschmeidig. Schön. Ich würde sagen, damit beenden wir jetzt diesen Part. Das ist so eine freudige Botschaft hier. Umschlungen von den Gebirgen, sage ich hier. In Anwesenheit meiner Zunge ausstreckenden neuen Begleiterin Gogo. Das war's und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann, bleibt gesund und gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.